Lassen Sie uns noch mal kurz den Fokus jetzt auf die NSA-Affäre und die deutsch-amerikanischen Beziehungen lenken. Im Sommer hieß es immer, sowohl von Frau Merkel als auch von Obama, alle halten sich an deutsches Recht. Das wird wieder kolportiert. Alle halten sich an geltendes Recht. Ist das so? Wie empfinden Sie das? Wie bewerten Sie das? Also offen gestanden, ich halte das für eine Rederei. Jedenfalls nehme ich es nicht ernst, denn es wäre langsam an der Zeit, dass einmal grundsätzlich geklärt wird, welche Relikte aus der Besatzungszeit gelten immer noch. Die deutsche Souveränität ist ja 1955 erklärt worden, aber sie war gleich null, die Änderungen. Und das, was 1990 dann draufgesetzt worden ist, hat das auch noch nicht grundsätzlich verändert. Ich habe selbstverständlich überhaupt nicht vergessen, dass Obama zugesagt hat, als er das letzte Mal hier war, dass Rammstein nicht benutzt wird für Aktionen beziehungsweise Aktionen von Drohnen von Rammstein aus. Das ist eine Erleichterung gewesen, hat das Grundsatzproblem aber nicht aus der Welt geschafft. Da nochmal die Frage, weil ich das ein wichtiger Punkt finde. Inwiefern ist heute Deutschland souverän oder auch nicht? Naja, also souverän ist kein Land mehr. Souverän ist nach einer Definition derjenige, der den Ausnahmezustand erklären kann. Aber das ist alles nicht mehr ernst zu nehmen in der Situation, in der im Frieden Krieg geführt werden kann. Und zwar in einem Ausmaß, das sonst nur Atomwaffen erreichen konnten. Nämlich Gesellschaften zu lähmen. Und das ist etwas, was nun alle, übrigens die Chinesen, die wir noch gar nicht erwähnt haben, natürlich auch betrifft. Die machen das mit großer Gelassenheit und Ruhe und sehen, was da aus der Wundertüte rauskommt, was die beiden da machen. Aber jedenfalls ist völlig klar, von mir her gesehen, müsste es in der Fortsetzung dessen sein, was man mit Chemiewaffen schon gemacht hat, nämlich eine international kontrollierbare, gemeinsame, global wirkende Regelung, was man mit Atomwaffen gemacht hat. Die Spaltung des Atoms hat uns nicht nur fabelhafte Energiemöglichkeiten verschafft, sondern auch Bomben gebracht. Und das Netz, an dem wir uns jeden Tag erfreuen, weil es unser Leben bequemer macht, hat selbstverständlich auch militärische Konsequenzen. Aber das betrifft eben auch alle und wird nur geregelt werden können, wenn man Vereinbarungen, die alle betreffen, die über diese Fähigkeiten verfügen, akzeptieren, kontrollierbar akzeptieren. Mhm. Lassen Sie uns ganz kurz bei dem Punkt bleiben, alliierte Vorbehaltsrechte. Wir haben es mal so ein bisschen gestoßen, aber noch nicht kurz drüber gesprochen. Sie hatten ja, wenn ich Sie richtig verstehe, haben gesagt, es gab damals diese Vereinbarung zwischen Deutschland und den Alliierten, die wurde fortgeführt und gilt doch eigentlich bis heute fort. Ja, es sind Milderungen passiert, aber es würde sich lohnen, das systematisch aufzuarbeiten, um festzustellen, was ist eigentlich daraus geworden, dass wir alle souveränen Rechte bekommen sollten, die wir mit der deutschen Einheit bekommen haben. Damit meine ich jetzt nicht Artikel 105, 107 der Charta der Vereinten Nationen, das ist erledigt. Das steht in Verbindung mit der großen Angst aller Staaten in den Vereinten Nationen, um Gottes Willen nicht anfangen, dann kommen alle mit Änderungswünschen. Das wird weiter funktionieren, weil die beiden Mächte oder alle vier Mächte darauf verzichtet haben, sich auf die Feinstaatenklausel noch zu berufen. Insofern sind wir souverän. Aber inwiefern sind wir nicht souverän? Ich kann Ihnen das nicht im Einzelnen sagen. Ich sage nur,
Ich habe also eine Ausarbeitung über 10, 12 Seiten gelesen, was alles geklärt werden müsste. Das ist mehr, als ich Ihnen jetzt aufzählen kann. Aber es würde sich lohnen, systematisch zu erforschen, was ist eigentlich entbehrlich oder was ist eigentlich überständig. Das heißt, im Grunde nicht mehr zu verantworten. Die einzige Sache, von der ich auf Anhieb sagen würde, sie ist von mir aus akzeptiert, nämlich, dass Amerika das größte Hospital außerhalb der Vereinigten Staaten hat bei uns, in dem es seine Verwundeten, Kranken etc. pp. Von überall her heilen kann oder überführungsfähig machen kann nach Amerika. Jetzt hauen ja alle auf die NSA drauf. Müssen wir uns nicht auch mal an die eigene Nase fassen? Frage an Sie, wie war das früher? Da gab es doch auch schon eine enge Kooperation zwischen amerikanischen und deutschen Diensten. Hat sich das Ihrer Meinung nach, sind die auseinandergegangen, divergiert oder wie würden Sie das bewerten? Nein, das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Also ich sage jetzt mal, die guten alten Zeiten der guten alten Spionage, die wird es weitergeben. Na, soll sie. Das ist nicht so wichtig. Aber die neuen Qualitäten, die sich daraus entwickelt haben, sind so, dass ich erstens berücksichtigen muss, Amerika ist eine unentbehrliche Macht, ein unentbehrlicher Partner. Und zweitens, Obama betrachte ich als einen Freund, und ein Freund in einer schwierigen Situation, den schont man. Das heißt, ich habe nicht vergessen, dass er uns erleichtert hat von manchen Fragen und im Prinzip die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik von der Konfrontation seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf Kooperation umgestellt hat. Mein Eindruck ist, dass NSA entlaufen ist aus der wirklichen Kontrolle und wieder eingefangen werden muss, denn eins ist ganz sicher, es gibt keine Erfindung des menschlichen Geistes basierend auf Physik und Chemie, die das Monopol eines Staates bleibt. Das dauert eine gewisse Zeit und dann folgen andere nach. Das heißt, genauso wie das mit der Spaltung des Atoms gewesen ist, wird das auch mit dem elektronischen, grenzenlosen Netz sein. Was zeigt für Sie dieser ganze NSA-Skandal, der durch Herrn Snowden jetzt öffentlich gemacht wird? Was zeigt er uns eigentlich? Was ist das jetzt für eine Diskussion, die wir führen? Snowden hat eine Wahrheit enthüllt, die wir so noch gar nicht gesehen haben. Mit einer unglaublichen Arroganz der Macht. Sie ist ja nicht dementiert worden. Wie geht man mit einer Wahrheit um? Man muss sie berücksichtigen, jedenfalls hilft nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Und wenn wir das berücksichtigen, dann werden wir das mit Obama auf der einen Seite und mit Snowden auf der anderen Seite und gleichzeitig mit Putin zu erörtern haben, um Konsequenzen zu ziehen. Was bedeutet es, mit dem Ziel, die Dienste wieder auf das zurückzustutzen, was sie sein können, aber nicht unter dem Gesichtspunkt Amerika über alles in der Welt. Das geht nicht. Aber wenn wir jetzt so die Ideen anschauen, die im Raum sind, da geht es immer darum, dass keine Politiker ausspioniert werden. Politiker ausspähen und Industriespionage sind immer die zwei großen Problemfelder. Aber was ist denn eigentlich mit dieser massenhaften Ausspähung der Daten von uns Bürgern? Das ist ja gerade das, was ich versuche zu kritisieren. Wir erkennen die Dimension dieser neuen
grenzenlosen Möglichkeiten durch Elektronik noch nicht. Es geht um jeden Menschen. Es geht um unsere Gesellschaft.